In diesem Video erkläre ich dir alles über das Thema Sidechain Compression und zwar so, dass du es auch verstehst und ohne dieses ganze technische Blabla. Also bleib dran. Hi, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du, wie du Musikproduktion in Logic Pro X machen kannst. Aber auch wenn du Logic Pro X nicht benutzt, kannst du viel mitnehmen. Sidechaining kannst du für viele unterschiedliche Zwecke einsetzen. Zum Beispiel kannst du ein Element einem anderen Element damit aus dem Weg räumen. Du kannst mehr Dynamik in dein Instrument bringen. Oder du kannst einen Flächensound pumpen lassen, was in der elektronischen Musik sehr beliebt ist. Ich zeige dir jetzt verschiedene Beispiele, wie du Sidechaining einsetzen kannst und wie du deinen Kompressor optimal dafür einrichtest. Hör dir mal rein in Beispiel Nummer 1. Der Beat klingt zwar ganz gut, aber die Hi-Hat klingt relativ langweilig, weil sie immer die gleiche Anschlagslautstärke hat und das möchte ich jetzt über das Sidechaining verändern. Ich werde jetzt also die Hi-Hat hier sidechainen und zwar mit der Bassdrum. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir gleich, aber klingen tut's dann so. Du hörst also, dass die Hi-Hat jetzt viel mehr Dynamik hat, weil ich sie getriggert habe mit der Bassdrum. Das heißt, immer wenn die Bassdrum eingeschlagen ist, ist die Hi-Hat leiser geworden. Und wie man das genau einrichtet, wie du deinen Kompressor jetzt genau einrichten kannst für diesen Zweck, das erkläre ich dir im nächsten Beispiel. Hier haben wir eine Bassdrum und so einen Percussion Loop hier. Auch das klingt jetzt im Prinzip erstmal nicht schlecht, allerdings fehlt hier auch so ein bisschen, wie beim ersten Beispiel, so die Bewegung. Es klingt so ein bisschen flach und ein bisschen statisch alles. Deswegen möchte ich jetzt diesen Percussion Loop hier mit meiner Bassdrum triggern. Dazu hole ich mir jetzt einen Kompressor von Logic selber einfach. Und ich zeige dir jetzt genau und möglichst ohne viel technisches Blabla, wie du so eine Sidechain Compression recht schnell einsetzen kannst. Ich möchte also jetzt, dass dieser Kompressor nicht von der Percussion selber getriggert wird, sondern von der Bassdrum. Ja, dazu muss ich mir die Bassdrum raussuchen. Das ist jetzt von DAW zu DAW ein bisschen verschieden. Bei Logic geht es ganz einfach. Ich suche mir hier einfach die Bassdrum. Die heißt bei dem Beispiel Bassdrum 2. Die ist hier. In der anderen DAW oder in deinem Musikproduktionsprogramm musst du einfach gucken, wie es funktioniert. Wie du es jetzt am einfachsten machen kannst, ist, indem du Attack und Release-Zeit möglichst auf die schnellsten Werte drehst und bei der Ratio so zwischen 5 und 8 ist ganz gut und dann wählst du einen relativ aggressiven Schwellwert, die Threshold, ziehe ich relativ weit nach unten. Dadurch wirst du sehr, sehr schnell ein starkes Pumpen bemerken. Dann stelle ich Attack und Release-Zeit ein und fahre mit der Threshold dann wieder ein bisschen zurück mit dem Schwellwert, bis es sich gut anfühlt, sage ich mal. Ja, bis ich schön in dem Rhythmus mich einklinke hier mit der Sidechain-Compression. Also nochmal, der Percussion Loop wird jetzt geduckt oder gesidechained über die Bassdrum. Er reagiert auf die Bassdrum und nicht auf diesen Percussion Loop selber. Okay, du hörst also, dass dieser Percussion Loop jetzt wesentlich dynamischer klingt. Er wabert so ein bisschen und da klingt die Sache spannender, einfach dynamischer. Gehen wir nochmal ganz kurz die Parameter durch. Über die Attack-Zeit bestimmst du, wie schnell der Kompressor in die Kompression fährt. Über die Release-Zeit, und das ist eigentlich der wichtigste Parameter, wenn es um Sidechain-Compression geht, bestimmst du, wie schnell der Kompressor wieder aus der Kompression rausfährt, den er erreicht hat. Und dadurch entsteht dieses Pumpen oder eben dieses Einloggen in einen bestimmten Groove. Über die Ratio bestimmst du die Stärke, ganz grob gesagt jetzt, also wie stark hörbar das ist oder wie aggressiv die Kompression ist. Und über die Threshold stellst du ein, ab wann der Kompressor greift, ab welchem Schwellwert. Meistens wird die Bassdrum als Triggersignal benutzt, du musst das aber nicht unbedingt machen, du kannst auch ein anderes Element als Triggersignal benutzen und das machen wir jetzt mal im nächsten Beispiel hier. Versuchen wir jetzt mal in diesem Beispiel den Flächensound zu triggern, das Pad hier, aber nicht mit der Bassdrum, sondern mit der Snare Drum. Unser Pad ist hier. Und ich nehme mir dafür jetzt diese Emulation eines LA-2A her. Und weil es die Snare Drum ist und die in diesem Loop hier nicht so viele Schläge hat, kann ich hier auch einen langsameren nehmen, so einen adaptiven Kompressor, der hier ganz gut kommen könnte.
Ich nehme also auch wieder meine Snare Drum hier als Sidechain Trigger. Das ist in dem Fall die Snare Drum 3. Hier ist sie. Und jetzt muss ich hier in diesem Kompressor das Sidechain-Gain einstellen. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich von Kompressor zu Kompressor. Jetzt probieren wir mal, dieses Pad zu triggern. Wie gesagt, über die Snare Drum. Du hörst also, wir triggern dieses Pad jetzt mit der Snare Drum und dadurch, dass der Kompressor so langsam ist, klingt das ganz spannend, weil es so langsam runtergedrückt wird und es so eine langsame Welle irgendwie ist. Hören wir das Beispiel einfach mal weiter an. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar setzt in diesem Zwischenteil oder Interlude setzt jetzt unsere Snare Drum aus und mit der Snare Drum setzt auch unser Trigger aus. Das ist jetzt natürlich doof. Also wir wollen nicht, dass die Snare Drum erklingt, weil das ja hier so ein Zwischenspiel ist. Aber wir wollen trotzdem unser Pad triggern. Und das machen wir mit einem, ja, manche nennen es Ghost Trigger. Das heißt, wir müssen jetzt einen Trigger bauen, der das Pad zwar triggert und beeinflusst, aber nicht hörbar ist. Und das geht recht einfach. Ich mache das jetzt hier mal so, indem ich einfach diese Snare Drum Spur hier, unsere Triggerspur, verdoppel. Und die benenne ich mal kurz um hier in Snare Drum 3A. Und der Trick dabei ist jetzt einfach, dass wir hier dieser Snare Drum oder unserem Trigger keinen Stereo Out geben oder überhaupt keinen Output geben. Das heißt, wir routen dieses Signal ins Nirgendwo. In Logic geht das hier einfach ins Ohne. Ja, ohne Output heißt, es erklingt nicht. Wenn ich die jetzt leer laufen lasse, ich muss sie noch runterkopieren. Wenn ich die jetzt laufen lasse, unsere Snare Drum, dann wirst du sie zwar sehen, dass sie ein Signal hat, dass sie pegelt hat, aber du hörst nichts. Ja, weil sie keinen Ausgang hat. Alles, was ich jetzt machen muss, ist hier im Sidechain einfach den Sidechain Trigger zu ändern auf unseren Ghost Trigger. Und das ist die Snare Drum 3A. Und da ist sie schon. Die ziehe ich jetzt hier rüber. Und jetzt können wir das Pad hören, obwohl wir den Trigger nicht hören. Wenn du jetzt kreativ drauf bist, kannst du mit so einem Ghost Trigger auch ganz interessante Rhythmen über so ein Pad bauen. Zum Beispiel so. Ja, um das jetzt so schnell zu zerhacken, bräuchte ich wahrscheinlich einen schnelleren Kompressor. Aber nur um dir zu zeigen, was für Effekte möglich sind mit Sidechaining und mit so einem Ghost Trigger und wie du damit kreativ arbeiten kannst. Wenn du jetzt immer noch sehr unsicher bist, wie du so einen Kompressor für Sidechaining einstellst, dann kann ich dir noch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar kannst du die Release-Zeit auch zum Songtempo timen. Wir schauen uns das mal gerade hier bei so einem Rocksong an. Also auch in der Rock- oder Popmusik verwendet man Sidechaining vielleicht nicht ganz so offensichtlich, gerade beim Rock. Und ich probiere das jetzt hier auch nochmal mit Logics internem Kompressor. Und zwar möchte ich den Bass ein bisschen ducken, wenn die Bassdrum einschlägt. Ich persönlich mache das bei meinen Mixen nicht so oft. Ich weiß aber, dass es viele machen, weil sie es gut finden, um den Bass ein bisschen zur Seite zu räumen, wenn die Bassdrum einschlägt. Wir gehen einfach nochmal nach dem gleichen Prinzip vor, ja? Ratio 8 zu 1, Attack- und Release-Zeit so schnell wie möglich und dann gehe ich mit der Threshold stark nach unten und dann versuchen wir von da aus reinzukommen. In diesem Fall brauche ich als Sidechain-Trigger die Bassdrum Nummer 4 und schon geht's los. Ich versuche jetzt ein gutes Ergebnis hinzukriegen mit diesem Sidechain-Trigger Bass-Bassdrum. Okay, wenn du dich jetzt einfach unsicher fühlst und du weißt nicht,
ob das jetzt gut klingt oder nicht und irgendwie kommst du nicht so richtig zurecht damit, dann kannst du, wie gesagt, die Release-Zeit zum Songtempo timen. Und das geht ganz einfach, wir brauchen kurz mal einen Taschenrechner. Und zwar teilst du einfach 60.000, das ist die einzige Zahl, die du dir merken musst, durch das Songtempo. Und das sind in diesem Fall jetzt hier bei dieser Ballade 63 BPM. Was jetzt rauskommt, ist eine Viertel, die Länge einer oder die Dauer einer Viertelnote in diesem Song. Viertelnote ist mir ein bisschen zu schnell, deswegen teile ich es einfach nochmal zu 2 und komme auf eine Achtelnote. Richtig. Ich teile es nochmal durch 2 und komme jetzt hier auf eine 16. Note. Also ich lande jetzt hier bei 238 Millisekunden. Und diese 238 Millisekunden stelle ich jetzt bei der Release-Zeit ein. Wo sind wir hier? 230, 240, das passt. So genau nehmen wir es nicht. Und jetzt sollte der Sidechain-Trigger schön mit dem Song atmen. Jetzt hier schon an diesem Graphen, wie der, kannst du so ein bisschen mitbeobachten, jetzt ist ganz geschickt an diesem Kompressor, wie der Kompressor wieder zurückfährt und das ist eben genau im Timing von einer 16. Und da muss ich jetzt hier nur noch die Attack einstellen und muss es so einstellen, dass die Bassdrum den Bass so wegdrückt auf der 1, dass er nicht komplett weg ist und es komisch klingt, aber dass sie gut durchknallt in so einem Mix. Falls du noch mehr Mixing-Tipps möchtest, empfehle ich dir unbedingt mein PDF Speed Mixing. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da erkläre ich dir, wie du in 10 Schritten einfach und effizient und vor allem auch schnell und zügig abmischen kannst. Wenn du dich nicht nur für die Arbeit mit dem Kompressor interessierst, sondern auch für die mit dem EQ, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da zeige ich dir die 9 größten EQ-Fehler und wie du sie vermeiden kannst. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder im besten Fall einen neuen Abonnent. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!